recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge, ja, PC Building Simulator, unserem kleinen Computerladen. Ja, heute erwartet uns mal was Neues, und zwar sollen wir neben diesem PC hier, den sollen wir auf einen hohen Score bringen. Ich weiß gar nicht mehr, was für einen Score er beim letzten Mal hatte, deswegen starten wir noch einmal hier 3D Mark und lassen das nochmal durchlaufen. Und sollen das auf jeden Fall erweitern hier das Ganze. Haben immer noch hier unseren kaputten PC. Also sprich hier den wir nicht upgraden können. Wo ich wahrscheinlich das Board verkauft habe und wir den Auftrag nie abschließen können. Und der Kunde jetzt einfach kein PC mehr hat. Ja, Pech gehabt. Und wir sollen einen komplett neuen PC bauen. Ne? Ja, 750 Euro sollen wir maximal investieren. Der soll 16 GB RAM haben. Und 500 GB Storage. Und das bedeutet, wir suchen uns ja, mal raus, was wir dafür alles brauchen. Denn wir brauchen alles. Wir brauchen ein Case, also eine, ja, eine, ein, wie heißt denn das jetzt hier? Hier, Case, ja, ihr wisst, was ich meine. So, wir gucken mal, was wir denn dafür brauchen. Wir gucken bei PCBay, was wir denn da günstiges bekommen können. Und zwar kaufen wir, aber 6 Tage dauert das, ist ja doof. Ihr könnt natürlich billig von billig hier sammeln, ne? So. 6 Tage, 7 Tage. Erst dauert alles viel zu lange. Haben wir ein Zieldatum? So, das ist hier der. Nee, da haben wir kein Zieldatum. Select a case from inventory. Also ein PC auf jeden Fall. Für maximal 750 Bucks, also Dollar. Wir haben hier so ein paar neue Sachen freigeschaltet. Das können wir mal löschen. Wir gucken uns mal den Score an, was wir da für den hier brauchen. Der läuft gerade noch durch. Und wir schauen mal in unserem Online-Shop. So, und zwar wollen wir natürlich den maximalen Gewinn erzielen. So, Cases. Also, nee. Wir gucken mal, was am günstigsten ist. Und zwar die Scanning. Nee. Scanning. So, 80 Dollar Coolmaster Masterbox. So, das heißt, wir haben 80 Dollar. So. Dann brauchen wir auf jeden Fall ein Kühlsystem. Hier nehmen wir für 10 hier. Plupp. Dann brauchen wir noch einmal Power Supplies. Dann nehmen wir hier so ein 250 Watt Teil für ein 20. Oder, ja, ich würde sagen, wir nehmen hier ein ganz günstiges Teil. Oder 250 Watt. Ach komm. Zack. Wir machen günstig von günstig. Dann brauchen wir Storage. Was war da? Verlangt. Wir gucken mal kurz rein. 500 GB. Ja, kostet ein Fuffi. Gehen wir bei 190. Dann brauchen wir Speicher. 16 GB. Das ist natürlich viel. Ich würde sagen, was kosten denn 8 GB hier? 4, 8. 1, 2. Da sind wir bei 350. Brauchen wir noch ein günstiges Motherboard. Dann nehmen wir hier so ein Skylake. Kostet uns ein 100er. Sind wir bei 450. Dann brauchen wir noch ein CPU. Hier nehmen wir hier so ein Celeron. Weil von der Geschwindigkeit her wollte er ja nichts haben. Sind wir bei 490. Wir bekommen halt 950 Euro für den Kasten hier. Für den neuen PC. Und nehmen jetzt hier so eine ganz günstige GeForce-Karte. Haben wir jetzt alles mit dabei. Wir haben ein PC-Case, ich komme gerade auf das deutsche Wort nicht, Gehäuse, hey, Gehäuse, Leute, das brauchen wir. Dann haben wir Lüfter, wir haben Power King, also hier eine Stromversorgung, eine 500 GB Platte, haben zweimal 8 GB. Ja, ich würde sagen, da haben wir schon mal alles zusammen, das heißt, wir bezahlen insgesamt, ja, 565 und haben mal 400 Euro Gewinn. Den bauen wir dann gleich zusammen. Jetzt gucken wir nochmal, was wir hierfür brauchen. Weil der Score ist echt mies. Das heißt, wir brauchen eine neue Grafikkarte. Was kriegen wir denn da? Vielleicht noch rausgekitzelt. Ich glaube, was kriegen wir für den Auftrag hier? Schauen wir mal rein. So. 250. Was kriegen wir denn für 250? Grafikkarte. Wir müssen mal in unser Dingens gucken hier. So, in der Part Ranking. So eine. Eine R380 war, glaube ich, zu teuer. So eine 1050, ne? Was hat der überhaupt für eine Grafikkarte drin?
Schauen wir mal nach hier. Wir schrauben mal kurz das Case auf. Und gucken mal, was wir da drin haben. Damit wir ungefähr wissen, was wir dafür brauchen. So. Der hat hier drin eine 750 Ti. Gucken wir mal im Power Ranking, wo die so eingeordnet ist. Die 750 Ti. Die ist da. Das heißt, eine 1050 wäre schon das Doppelte. Also 1050 oder eine 960. 1050. Kostet 165. Oder eine R9. 270. Ich würde sagen, nehmen wir GTX. Hier für 180. Bestellen wir auch noch. Und dann bestellen wir das Ganze mal. Buy now. Das sollte auf jeden Fall reichen hier. So, dann lassen wir mal den nächsten Tag anbrechen und unsere ganzen Teile liefern. So. End of day. Ja. So, jetzt kommen die ganzen Teile hier an. Oha. Guck mal, da haben wir einiges bestellt. So, was sind das hier? Cooler Master. Ach so, guck mal hier. Hier haben wir direkt eine Box. Also Gehäuse, das können wir dann direkt hier mal platzieren. Plupp. So, das haben wir jetzt schon mal gemacht. So, das Teil schalten wir erstmal aus. So, dann bauen wir jetzt einfach mal die Grafikkarte ein hier. Und ich denke mal, das wird reichen. Müssen wir mal schauen hier, kabellos. Dann removen wir hier erstmal die Abdeckung. So, dann bauen wir die doofe Grafikkarte aus. Wenn das nicht reicht, ich glaube, wir haben noch ein bisschen Gigabyte Speicher irgendwie. Da sind 4 GB drin. Na gut, komm, installieren wir mal die Grafikkarte, die GTX 960. Ich glaube, das müssen wir noch. Ach komm, da müssen wir was abschrauben. So, und zwar hier noch so ein kleines Teil hier, damit die auch überhaupt reinpasst. Ich hoffe, das Netzteil reicht dafür aus. Jo. So, verschrauben wir das Ganze hier. Schließen das mal an hier. Kabel, Grafikkarte und dann hier noch die dementsprechende Grafikkarte verbinden mit dem Motherboard. Schalten wir das mal ein und dann lassen wir mal kurz hier einen Test durchlaufen. Ich glaube, das sollte schon reichen. So, und dann können wir uns auch darum kümmern, dass wir hier das Gerät hier zusammenbauen. So, schrauben wir es erstmal auf. Erstmal alles auseinanderschrauben hier. Einmal. Jetzt haben wir hier ein Case, ein komplett leeres. Erstmal was Tolles, ne? Mal eine neue Aufgabe hier. Also ein PC von Grund auf aufbauen. Das haben wir bisher noch nicht gehabt. Beziehungsweise bis auf im Tutorial. So, dann bauen wir erstmal das Motherboard ein. So. Zack. Jetzt kommen wir hier die Abstandshalter. GB Speicher haben wir auch mit dabei. So, jetzt schrauben wir das noch fest. So, dann haben wir das schon mal fertig. Können wir noch mal ein bisschen reinzoomen hier. So, dann packen wir die beiden Riegel hier mal rein. 1, 2, 1, 2. Dann installieren wir die Memory. Und zwar haben wir 2x8 GB. Einmal und zweimal. So, dann kommt die CPU hier rein. Ja, weil vom CPU wollte er nichts Vernünftiges haben. Dann einmal wieder hier die Paste drauf. Thermalpaste. Dann den Kühler. Ja, die Kabel können wir zum Schluss machen. So, dann brauchen wir mal Power Supplies, Sean King. Dann müssen wir, ach, müssen wir erstmal auseinanderschrauben hier, das Ding da unten. So, und schrauben wir das mal ab. So, jetzt können wir dann das Stromding hier anbauen. So, guck mal, da haben wir schon mal alles soweit richtig. So, das haben wir auch gebaut. Dann installieren wir wieder hier die Abdeckung. Die können wir auch wieder dran schrauben.
wird das auch fertig. Dann kommt da noch die Grafikkarte rein. Was haben wir denn da? Guck mal, wir könnten auch eine 1030 reinpacken. Jetzt hätten wir gar keine kaufen müssen. Verdammt. Ja, hätten wir sogar noch eine gehabt hier. Mist. Von einem anderen PC. Na ja, gut, komm. Nee, ach nee, das war ja die. Wir haben aber die 1030 hier reingeballert, ne? Ach komm, nehmen wir die. 7x50. Erstmal hier wieder das Ding abschrauben, die Halterung. Ich glaube, die war das, ne? Haben wir jetzt die. Ne, die waren im anderen drin. Komm, machen wir die. Ach, falsche abgeschraubt. War wieder klar. Falsche Abdeckung. So, komm, packen wir die hier rein. So, installieren wir wieder hier die Abdeckung. Ich glaube, da brauchen wir jetzt nur noch eine. Genau, das andere können wir dann behalten oder wegschmeißen. So, jetzt packen wir noch eine Festplatte rein mit 500 GB Storage. Da haben wir sie. So, guck mal, alles fertig für 655 und haben noch ein bisschen Gewinn. Bei 950 kriegen wir für den Auftrag. Warte mal, wir müssen das so machen. So machen. Ja, und dann brauchen wir jetzt nur alles verbinden. Habe ich alles? Ja, das passt, glaube ich. So. Das verbinden wir damit. Das damit. Das damit. Oben das Power-Ding hier. Lüfter verbinden wir. Zack. Hier auch noch den Lüfter. Dann schließen wir quasi alles an. Ich hoffe, ihr habt nichts vergessen. So, was ich noch cool finden würde, wäre, wenn man hier auch Betriebssysteme kaufen könnte und die dann noch installieren muss. Das wäre auf jeden Fall ein geiles Feature. So, jetzt gucken wir mal, ob der bootet. No OS found. Hä? Was ist denn das? Wie no OS found? Habe ich irgendwas vergessen, Leute? Kabel? No OS found. Was? Müssen wir das auch noch kaufen? Wir sind da kein Betriebssystem. Wir gucken mal hier. Ich glaube, den haben wir bearbeitet. Jo, das sieht gut aus. Da können wir das hier mal zusammenbauen. So. Schrauben wir das mal wieder zusammen hier. Können wir den Auftrag schon mal abschließen. Warum ist denn da kein OS drauf? Müssen wir echt ein Betriebssystem noch installieren? Aber wie kriege ich das denn drauf? So, jetzt können wir den mal hier hinstellen. Der ist nämlich fertig. So, können wir das denn kaufen? Müssen wir mal gucken. So. Wir schließen mal kurz den einen Auftrag ab hier. Was? Was war jetzt hier? Go to PC? Incomplete Case? Was fehlt denn da noch? Hä? Hat irgendwas vergessen? Incomplete Case, sagt er. Habe ich die eine Seite nicht zugeschraubt? Ist doch alles dran. Oder? Gucken wir mal Install. Haben wir denn irgendwas, was wir hier noch verbauen können? Nö. Ach doch, die Abdeckung hier. Oh, toll. Ich glaube, da fehlt echt noch diese eine Abdeckung da. Da. Gucken wir mal, ob wir irgendwas noch hier installieren können. Ne, da geht nichts. Das vielleicht noch. Ach, guck mal hier. Ach, das haben wir vergessen. Seht ihr? So. Dann können wir das hier auch noch fertig machen. Und dann haben wir den Auftrag auch schon fertig. Den anderen müssen wir gleich mal gucken, ob wir da irgendwie noch ein Betriebssystem installieren müssen. Vielleicht mit dem Stick oder so. Ne? Das kann natürlich auch sein. So, der ist jetzt... Was? Leaf Door. So. Jo. Collect Payment. Da haben wir es. So, Auftrag abgeschlossen. Hier haben wir ja Geld verdient. Neue Teile sind verfügbar. Oh, eine 6 GB GTX 1060. Geiles Ding. Da haben wir noch einen Auftrag. Und zwar, der will F1 2017 spielen.
Und innerhalb von 10 Tagen 240 Euronen verdienen wir damit. So. Und hier brauchen wir. Ne, das ist die Upgrade CPU. Ach, Inclo PK, sagt er. Da fehlt auf jeden Fall was. Hä? Was ist denn da jetzt? Ja gut, das ist klar. So, machen wir es mal fertig hier. Parts. So, schrauben wir es mal zusammen. Der hat einen Lüfter, der hat dies, der hat das. Vielleicht muss ich ja das Betriebssystem jetzt hier mit dem Stick installieren. Das kann natürlich sein. So, dann packen wir mal den Stick rein. Vielleicht können wir dann da irgendwas jetzt machen. No OS installed. Vielleicht müssen wir nochmal ausschalten. Booten wir denn nochmal? Ah, so. Okay, Stick muss rein. Und jetzt formatiert er und installiert quasi das Betriebssystem. Ah, wieder was gelernt. Der bootet. So. Der PC läuft. Und dann sind wir fertig damit. Sehr gut. Dann können wir den Auftrag auch nochmal abschließen. Collect. Zack, da haben wir so richtig fett Geld verdient. Discord. So, der ist in Transit. Das ist unser doofer PC. So, hey, I'm Brian Mickelson. Blablabla. Was will der machen? Eine Fest... Was? Irgendwas ist da kaputt. Okay. Für null. Ah, toll. Da müssen wir wieder einen Regressauftrag fertig machen hier. So, dann gehen wir mal auf den nächsten Tag und schauen mal, beziehungsweise können wir den PC hier nehmen, weil irgendwie ein Upgrade von dem CPU soll da rein. Da haben wir schon so viel Geld investiert, ne? Was haben wir dann nochmal verbaut? Das weiß ich jetzt gar nicht. So, auf jeden Fall hat er ein neues Board drin gehabt. Wir bauen das nochmal kurz auseinander. Bestellen wir ihn halt so einen doofen CPU. Naja, wir haben halt miese gemacht hier im Auftrag, aber ja gut. Was will man machen? So, was haben wir jetzt da drin für einen? Das ist, glaube ich, ein bisschen zu schwach. Ein i6600. Jetzt gehen wir mal hier gucken. Shop. CPU. Gehen wir mal. 6600 hatten wir drin. Ja, toll, wir haben 6700. Ja, toll. Ach. Bestellen wir den jetzt nochmal hier? Weil wir bestimmt so einen scheiß... Ach, so einen doofen Sechskern haben. Was gibt's denn von AMD hier? Ja, von AMD gibt's auch nichts Neues. Oder? So ein Sechskern? Ach komm, wir riskieren. Ich verstehe jetzt nicht, warum... Was macht PCB hier? Haben die irgendwas im Angebot? Ne. Ich weiß ja nicht, was der von der Festplatte da drin haben will. Der eine Auftrag hier. I will forward to you one computer hard to immediate repair. Please replace HDD and return the forwarding address. Man muss nochmal versuchen mit dem CPU jetzt. Na komm. Dann versuchen wir das nochmal. Und zwar machen wir mal. Es ist schon 6000. Ach, das ist so richtig miese, fahren wir hier. Na komm. Bestellen wir den Kram hier. Buy now. So, jetzt schließen wir den Tag mal ab. Und dann testen wir das nochmal mit der CPU hier. So, CPU ist angekommen. Was haben wir hier? Da müssen wir eine Festplatte ersetzen. Da können wir erstmal direkt nachschauen. Oh, so ein Gaming-PC. Ist ja cool. So. Jetzt gucken wir mal hier. Hier wechseln wir jetzt mal die CPU aus. Nehmen wir mal den 6700. Ey, wenn er immer noch meckert, ne? Dann weiß ich auch nicht, ich schmeiße das Teil weg oder so. Nein, wir wollen nichts cleanen, sondern wir wollen hier einen Kühler drauf bauen. So. Verkabeln das Ganze. Ah, jetzt passt es auch mit dem Upgrade. Er wird auch Zeit, ne? Wir haben ja so viel Geld jetzt reingesteckt. Also,
Ja, bei den Aufträgen da, das Balancing stimmt noch nicht ganz so. Auch vielleicht die, ja, so die ein oder andere Info sollte vielleicht noch mit da rein. Weil, weiß ich nicht, manchmal sind auch die Geräte da noch nicht freigeschaltet. Habe ich manchmal das Gefühl und das passt dann irgendwie nicht. Da können wir das immer zuschrauben. So, jetzt gucken wir mal, ob der booten kann hier. Sieht, glaube ich, gut aus. Endlich haben wir den PC hier weg, ey. Das war auch mehr als eine schwierige Geburt hier. So, den können wir auch mal nehmen. So, was sollten wir hier nochmal machen? Ja, da sollen wir 3D-Mark. So, den können wir erstmal anschließen hier, beziehungsweise machen erstmal die Kabel rein, installieren erstmal die ganzen Programme hier. Dann checken wir gleich mal, was wir für die Kiste brauchen. So, und an das Ding. Müssen noch einen Stick reinstecken hier. So, dann brauchen wir einmal 3D-Mark und dieses Run It. Das installieren wir jetzt mal fix hier. So. Nein. 3D-Mark auch nochmal installieren. Yes, jetzt starten wir das Ding mal neu hier. So, F1 2017 will er spielen. War das jetzt Recommend Spec oder war das Minimum Spec? Gucken wir das mal an hier. E-Mail. E-Mail. Minimum Spec. Okay. Was braucht er denn da? Minimum Spec. Was? RAM braucht er. Habe ich noch RAM? Mal gucken. Vielleicht brauchen wir gar nichts machen. Das wäre natürlich mega. Wir können mal hier dieses Case hier abschrauben. Gucken mal, was er drin hat. Schon abstecken. Was haben wir da drin? 2 GB. Was haben wir denn noch hier auf der Tasche? Ah, 6. 2, 4, 6. Das heißt, wir brauchen noch 2 GB bestellen wir noch. Dann haben wir unseren Restmüll da erstmal weg. So, Memory. So, 2 GB brauchen wir noch hier. Nehmen wir den Supreme-Kram hier. Ist doch. Ach, für 20, komm. Hallo? So. So, das heißt, den können wir erstmal runterfahren hier. Da warten wir auf die Lieferung. Und hier müssen wir die Festplatte austauschen. Die ist so kaputt. Da können wir auch gleich mal gucken, welche das. Falsche Seite natürlich wieder aufgeschraubt, oder? Nee, doch nicht. So, was haben wir da drin? Eine 500 GB SATA. Remove. Hallo? Müssen wir doch hier hinten aufschrauben. So, haben wir das und haben wir das. Motori 500 GB Storage. Was? Ach, die war das. Die kostet 50, dann haben wir 80. So, dann bestellen wir das zu morgen. Dann lassen wir mal den Tag vergehen. Wir könnten aber auch den Auftrag abschließen, weil da können wir uns nämlich den anderen Auftrag schon mal zukommen lassen. So, weil den haben wir ja fertig. Endlich sind wir los. Ja, danke, danke. So, neue Teile. Und HDD und PSU ersetzen. Accept. So, dann lassen wir den nächsten Tag mal vergehen. Und blub. Sind schon am 7. Februar angekommen. Wo sind die Teile? Was ist denn jetzt los? Ich habe doch Teile bestellt, oder? So, springen wir nochmal einen Tag.
Teile hin? Was ist denn jetzt los? Wurden keine Teile bestellt? Ich habe doch die Teile beordert, oder? Oder habe ich nicht auf Bestellen geklickt? Doch. Ach, 3 bis 4 Teile. Was? Was ist denn jetzt hier los? Bitte? Seit wann ist denn das? Wir müssen echt warten jetzt. Aber der eine PC ist ja schon da, ne? Komm. Wieso dauert das denn jetzt so lange? Ja, ich habe Standardbestellung ausgewählt, ne? Oh, nee. Haben wir irgendwelche Termine hier? 7 Tage haben wir noch. Haben wir hier irgendwelche Termingründe? Nee. Können wir den erstmal wieder wegpacken? So. Was müssen wir hier machen? Zack. Hier müssen wir Festplatte ersetzen, dass er booten kann. Replace PSU. Und HDD. Das heißt, das Internet müssen wir auch abschrauben. So. Ja, läuft langsam hier in unserem kleinen Computerladen. Wo haben wir jetzt die Festplatte hin? Hä? Wo ist denn? Veräppeln oder was? Nee, das ist die CPU. Ist das hier hinter? Beauty Part. Ach, guck mal, da unten ist die Festplatte. Müssen wir echt alles auseinanderschrauben hier? Das ist doch. Naja, komm. Schrauben wir es auseinander. So, die ganzen Kabel hier. Mal wegmachen. Na komm. So. Weg jetzt hier, komm. Och, ey, es ist wieder hier. Ah, gehen wir mal hinten rum. So. Habe ich jetzt das Kabel immer noch nicht abgebaut, oder was? So, jetzt aber, oder? Ne, immer noch nicht. Es ist neu. So, jetzt. PSU und die Festplatte ersetzen. 250 GB. So, Storage. Ja. Add to Chart. Und was war das für ein Netzteil? Habe ich gar nicht geguckt. 53 Watt. Das können wir schon mal zählen. So, 350 Watt. Power Supplies. Nein. Blub. Schon Power King. Add to Chart. Na, ich habe das normale Standard genommen. Buy now. So, jetzt gucken wir mal, ob die Teile auch alle ankommen. Ich hoffe, das klappt jetzt mal so langsam hier. End of day. Na, guck mal, da kommen erst die Sachen. Ey, es ist doch ein Schwachsinn. So, jetzt können wir den Auftrag schon mal abschließen hier. Die anderen Sachen warten einfach alle noch. Das ist ja toll. So, jetzt können wir erstmal die Festplatte wieder einschließen hier. Storage. Zack, schieb rein hier. So, dann das können wir verkaufen. Verkaufen. Da brauchen wir noch hier Power Supplies. Sean King. So, PC Parts. Was haben wir noch alles hier? Ich glaube, wir sollten erstmal verkabeln. So, verkabeln wir erstmal den ganzen Kram, bevor wir wieder alles zusammenbauen. Festplatte anschließen. Die Lüfter ans Motherboard anschließen. Den Einschaltknopf auch am Motherboard. Motherboard verbinden. So, haben wir irgendwas vergessen hier? So, jetzt installieren wir hier dieses Beauty Panel. Das war, glaube ich, hinten. Jo. So, dann installieren wir noch das andere. Was haben wir da noch gehabt? Noch so ein Beauty Panel. Ja, das war, glaube ich, hier. So, und was haben wir noch? PS Mount Side Panel. So, das schrauben wir mal zu hier. Auf jeden Fall haben wir schon mal alles ersetzt. Das ist schon mal gut. Jetzt müssen wir hier die Verkleidung noch reinbauen. Zack. Zack. Noch kurz zusammenschrauben hier alles, damit das auch hält. So, dann noch die Abdeckung drauf. Zu hier. Haben wir hinten auch alles zu. Jo.
Kabel dementsprechend rein und dann booten wir den ganzen Kram hier. So, ready to boot. Dann booten wir mal den Kram. So, gebootet hat er. Können wir das Gerät runterfahren. Das können wir ja schon mal abrechnen. Das heißt, den stellen wir schon mal hier. Den können wir wieder nehmen und stellen den mal hier drauf. Schließen den Auftrag noch fix ab hier. So. Der ist fertig. Neue Teile. Oh, neuer Arbeitsspeicher verfügbar. Diagnose und fix. Da haben wir wieder was zum Basteln. Ja, Leute. Da haben wir ordentlich Geld verdient. Haben ein bisschen reingebuttert, um den einen Auftrag da abzuschließen. Ja, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und schön, dass ihr wieder mit dabei wart hier bei unserem kleinen Computerladen beim PC Building Simulator. Da haben wir heute erstmals hier so einen kleinen PC zusammengebaut. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss, ciao, ciao, bye, bye, euer Huma.